Aha. Gut, da will ich jetzt mal nicht runter. Komme ich da denn rein? Ja, komme ich. Sehr schön. Schön, dass es da keine unsichtbaren Wände gab. Da ist ein Brunnen. Da geht's weiter. Okay, dann gucke ich ja schon mal da auf der Seite. Das ist halt ein großes Spiel und ein Spiel, das ja, man auch erkunden kann. Oh Gott, dich habe ich nicht gesehen. Das man erkunden kann und das man auch erkunden sollte. Ich könnte jetzt natürlich da gleich nach vorne rennen. Aber mich interessiert halt auch, was in den Seitengängen ist. Deswegen wird es manchmal nicht ganz so interessant, aber. Naja, ich habe es halt gern ein bisschen mehr erkundet. Deswegen dauert das alles auch wesentlich länger. Da hinten war schon so ein Feuertyp. Das habe ich doch gesehen, oder? Ja, tatsächlich. Gegen die habe ich auch noch keine wirkliche Strategie. Also, das Beste hoffen. Das funktioniert nicht wirklich immer. Jetzt sollte ich doch eigentlich wesentlich mehr Schaden machen durch meinen Waffenmeister, oder? Und trotzdem dauert die noch ewig. Das war irgendwie, konnte ich da nicht mehr weg. Und die jetzt aber. Sehr schön. Na, wenigstens haben sie den Anstand gegeben, leben danach. Ach, da war eine Krähe drauf, verdammt. Naja, egal. Brauche ich jetzt keine mehr. Sorry, ihr könnt mir irgendwie gar nichts. Au. Wurde zu früh gefreut, darunter will ich nicht. Na, waren wir hier, glaube ich, auch schon wieder fertig. Da hinten war Dings, war Wulgrim. Bei dem weiß ich gar nicht, haben wir da noch irgendwas zu holen? Ich gucke nochmal, vielleicht noch irgendeine Combo. Manche Kombos sind ja auch einfach bloß da, wie zum Beispiel die hier. Das war sie gar nicht, die da. Oder so. Keine Ahnung, zumindest mache ich sie manchmal, glaube ich, sogar nur aus Versehen. Oder mache ich sie aus Versehen nur und deswegen ist ja ganz gut. Lebensessenz. Oh, ich habe ja 500, verdammt. Ein starker Schwinger, RB und X. Das kostet aber Zorn, oder nicht? Ich probiere es einfach mal. Sei gegrüßt. Und X. Kann ich das jetzt? Ja, was schon dann RB? Ist das RB? Achso, ich sollte vielleicht auch rechts drücken. Das ist. Halt. Aha! Aha, okay. Auch noch was sehr Gutes. Das ist dann gut, wenn ich. Ja, wenn ich ein bisschen Zeit habe und dann. Also ein Gegner auf mich zukommt. Und ich dann ihn so Homerun-mäßig weghauen kann. Ich wollte eigentlich nicht den Zombie, ich wollte eigentlich das Dings umtröten, aber ging nicht. Schade. Mich hätte eigentlich mal zu interessieren, was der Beobachter zu sagen hat, aber. Ach, wieso eigentlich nicht? Die Zwielichtkathedrale. Samael sagte etwas von einem hohen Ort. Ist vielleicht knifflig für einen Matschbewohner wie dich. Freundlich wie immer. Kannst du mir jetzt mal aus dem Weg gehen? Dankeschön. Da geht's noch runter. Da geht's sehr tief runter. Ah, da steht so ein Tor. Okay, ich gehe da mal runter. So. Was gibt's denn hier unten? Vielleicht ja ein paar Untote. So, da gibt es nämlich ein paar Seelen. Das finde ich doch immer sehr schön. So, und jetzt mal so, halt so und. Es war doch sehr schön. Wow, das hat ihn. Hab ihn zwar passiv ein bisschen getroffen, aber trotzdem hat es ihm sehr gut Schaden gemacht. Aktion B. Okay, und hoch mit dir. Halt, das war ja gar nichts. Ich wusste nämlich nicht, wo ich hin sollte. Sollte ich aber in den nächsten Stock, weil da ist ein Zornkern scheinbar. Zumindest ein Zornkernstück. Au, au, au. Du gibst mir Leben? Nein, 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 nein. Ich hoffe, ich bin nicht mehr unten in der Zeit. Wo auch immer ich da gerade eben war. Aus Versehen eine Combo gemacht.
So, bei dir könnte ich das doch aber eigentlich auch machen. So nämlich, genau. Denn das macht, glaube ich, ziemlich gut Schaden. Ja, das auch. Wollte ich eigentlich nicht unbedingt drin stehen. Aktion. Bruchstück von Zornkern. Sammeln Sie 4 Bruchstücke, um den Zornkern zu erzeugen. Dieser wird kriegst maximalen Zorn. Das wäre nämlich sehr gut, weil dann könnte ich ab und zu und auch mal den Dings einsetzen. Und da komme ich immer noch nicht durch. Ich verstehe ja zwar nicht wieso, aber durch solche Sachen komme ich tatsächlich noch nicht durch. Schade. Es gibt dann noch so unendlich viele Sachen zu erforschen. Also an sich müsste ich ja dann später noch überall nochmal hin. Das kann man sich ja, glaube ich, alles gar nicht merken, oder? Ich würde sagen, ja, ich öffne noch das Tor. Das hat sehr gut funktioniert. Achso. Ich bin wegen des Zerstörers hier. Mein Bruder sprach von deiner Ankunft. Aber ein mächtiger Fluch hält mich fest. Ich kann dir nicht helfen. Jeder Fluch kann gebrochen werden. Ja, vielleicht. Diese Diener des Zerstörers laufen ungesehen im Reich der Schatten. Durch ihr Blut sind wir gebunden. Durch ihr Blut werden wir frei sein. Ich kann mich nicht mehr im Schattenreich bewegen. Ein Großteil meiner Kraft hat mich verlassen. Du brauchst es nicht zu betreten. Ich werde dir die Macht gewähren, für eine Weile in das verfluchte Reich zu blicken. Aber zu welchem Zweck? Welche Hoffnung haben wir jetzt noch gegen die üble Zauberei des Zerstörers? Hoffnung wird euch keine Freiheit bringen. Ja. Finde heraus, wo diese Schattenwesen sich verstecken und töte sie alle. Es kann nicht so schwer sein, sie zu finden. Das sagst du, aber da vorne sind sie schon. Geh mal weg von mir. Danke. Ich wollte das Auto nicht wegblasen, ich wollte es aufheben. Dankeschön. Hä? Ich dachte jetzt, da kommt irgendwas. Achso. Oh Gott. Das sieht mir sehr arenamäßig aus. Ich dachte... Oh Gott. Hallo? Luftprügeler. Hier halten Sie LT gedrückt, um sich auf einen Gegner zu konzentrieren. Halten Sie X gedrückt, damit es fallen... Wiederholt, Kombination Angriff, das weiß ich. Besiegen Sie 5 Feinde innerhalb der vorgegebenen Zeit mit Luftangriff-Kombinationen. Für die verbleibende Zeit auf der Uhr werden Seelen als Belohnung ausgegeben. Was? Das kann ich aber schneller machen, ich habe die Combo. Nein, das war die falsche Combo. Für Leute wie dich ist dies sicherlich keine Herausforderung, oder? Kommt da nochmal ein neuer? Da. Ich hatte aber doch eigentlich die Combo genau im Kopf. Sehr schön. Mit der kriege ich sie weg. Nein, so nämlich. Und umgehauen. Wunderbar. Und der nächste auch schon. Sehr schön. 3. Jetzt kommen sie schon beide. 4. Nein, 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 nein. Nochmal hoch. Ja, genau so. Wunderschön. Yay. Ah, jetzt komme ich zu dir. Ich wusste schon immer, dass es in dir steckt. Ja. Ah, okay. Kann noch mal ein bisschen draufkloppen. Kann nicht schaden. Hier ist eine Lebenstruhe. Und eine Zorntruhe. Jo. Okay, das war's schon. Das sind so kleine Herausforderungen scheinbar. Frage, müssen wir die machen?
Sieht so aus, okay. Das ist natürlich sehr witzig, kann aber auf die Dauer vielleicht etwas nervig werden. Aber jetzt wird es so von Anfang ist ganz witzig. Man muss halt auch mal alles dann machen, sage ich mal. Das stimmt ja bloß, dass wir die ganze Zeit mit XXX draufhauen kann. So, ganz viele Untote. Das heißt, hier kommt die Sense zum Einsatz, denke ich. Tempoprügelei. Besiegen Sie 40 Feinde innerhalb der vorgegebenen Zeit. Für die verbleibende Zeit auf der Uhr werden Seelen als Belohnung ausgegeben. Die sollten jetzt an sich alle ganz, ganz schnell rankommen. Ja, genau so an sich. So, wieso sind dann noch keine tot? Nee, das ist aber gar nicht so gut, wenn... Na, ich hätte am liebsten gerne die... Nee, nicht die, sondern einfach bis sie frei, den freien Würfel. Wie geht denn der? Ich habe eine Idee. Ich kann das doch hier jederzeit umwechseln, oder? Ja. So, dann habe ich hier nämlich ein bisschen mehr Schaden. Und auch wenn es bloß ein paar Sekunden sind, hilft mir das trotzdem schon mal weiter. Das hat gar nichts gebracht. Ich dachte, die Reichweite wäre ein bisschen größer. Wie viele sind das, bitteschön? Also wie viel muss ich denn da? Ach so, jetzt auch noch 10 von denen. Alles klar. So, jetzt aber. Wunderschön. Wow, das macht gut Schaden. Also gegen kleine Gegner zumindest. 36. So, euch wäre... Nein! Ich habe keinen Zorn mehr. Oh Mann, wieso dich denn? Oh, das werde ich vielleicht von der Zeit schaffen, aber nicht von den Leben. Achso, ich habe noch einen ganzen Zornkern. Achso, ich muss den gar nicht besiegen. Nein, 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 nein. Komm. Nur noch dich. Sehr schön, das war's. Wunderbar. Ja, du gehst wieder auf. Wie viele Seelen habe ich jetzt eigentlich bekommen? Ich habe nicht aufgepasst. Also, das war unterhaltsam. Können wir das noch einmal machen? Nee, da bin ich nicht so ganz dafür. Wieso sind hier denn zwei Dinger jetzt aktiv? Ah, muss ich 4 Herausforderungen dann machen, um da irgendwas zu aktivieren? Ich weiß es nicht. So, Zorn ganz schnell ein bisschen. Und hier nochmal ein bisschen was. Ich hoffe, das macht ganz voll. Dankeschön. Puh. Das war ein bisschen knifflig. Ja, wir brauchen tatsächlich 4 Herausforderungen. Also wie gesagt, ist ganz witzig, dass wir die jetzt machen müssen. Für manche könnte es vielleicht blöd sein, dass die jetzt nicht optional sind, aber ich finde es ganz in Ordnung. Wie gesagt, ist schon auch mal so ein bisschen was anderes als der Alltags-Drauf-Klopp-Mist. So, was diesmal? Ich bin gespannt. Er lacht wieder und er sagt mir, das blutige Ende. Kleine und schwache Feinde können jederzeit sofort getötet werden. Größere Gegner müssen erst gelähmt werden, bevor sie erschlagen werden können. Töten Sie einen kleinen oder gelähmten Gegner mit B. Töten Sie innerhalb der vorgegebenen Zeit 30 Feinde, wobei Sie nur Kriegs-Soforttötungsangriffe nutzen. Für die verbleibende Zeit auf die Uhr werden Seelen als Belohnung ausgegeben. Ach, euch kann ich auch sofort töten. Was? So haben wir ja nicht gerettet. So, hä? Achso, euch muss ich auch zuerst schwächen, oder wie? Weil da komme ich jetzt so nicht ran.
das sofort töten können. Das habe ich bei denen aber noch nie gemacht. Toll, der ist jetzt daran gestorben. So, du jetzt. Dich kann ich aber nicht aufheben. Ich verstehe es nicht. Ach, in die Luft und B. Ah, ja, das hätte mir auch jemand sagen können. Ich dachte, die muss mal runterholen. Ach, das war auch das damals mit Aktion B bei den Viechern. Ah. Ja, wie gesagt, das hätte mir jemand sagen können. So, dich weg. Sehr schön. Ach, ich kann mich da auch von einem zum anderen hangeln. Das ist sehr schön. Ja, cool. Das gefällt mir. Und schwupps. Na, schade. Ich würde gerade sagen, so Tarzan-mäßig. Nur von einer hässlichen Fledermaus zur anderen dann halt. So, ihr seid ja jetzt gar kein Problem, weil euch kann mir ja ziemlich... Also, da kann man es ja kaum verfehlen, das Timing. So, hier nehme ich jetzt wieder die Sense, weil ich da immer noch die, das Waffen-Upgrade drauf habe. Nee, du bist noch nicht ganz. Halt, nein, ich wollte doch die Sense. Ach, verdammt. Da, B, 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 B. Sehr schön. Nochmal einer mehr. Du nochmal, ja. Und du da hinten. Ja, wunderbar. Und du. Wenn du ihn nicht die ganze Zeit ablocken würdest. Noch nicht. So, hallo, kann der eine jetzt mal bitte in den B-Modus kommen? So, der da ist jetzt im B-Modus. Sehr schön, der da hinten auch. Jo. Du da auch. Aber du ja die ganze Zeit so, wo ich jetzt der eine Knochen kriege. Da. Das wollte ich eigentlich gar nicht, weil es macht viel zu viel Schaden für die kleinen Typen, aber... Oh mein Gott, wo wir gerade von viel zu viel Schaden reden. Ah, shit. Okay, 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 okay. Fledermaus. Oh, verdammt. Okay. Komm, Sense. Ja. Dich weg. Ja, wunderbar. Die Hälfte haben wir schon. Das beunruhigt mich zwar ein bisschen, weil das heißt, es kommen nochmal genauso viele. Ach, was macht der denn da jetzt? Den kann ich ja nicht mal. Na, ach nee, das ist so einer, den kann ich tatsächlich. Ach du große Güte. Die hatten wir ja schon eine Weile lang nicht mehr. Vielleicht kann ich den ja aber wieder umgehen. Wäre superb. Hm, Fledermaus kann ich noch für ein bisschen leben. Komm her. Ja. Das wäre dann Nummer 23. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, mehr Fledermäuse. So, ja, wunderbar. Komm weg. Okay, da waren irgendwie ein paar Leben dabei. Vielleicht habe ich ja Glück und es ist bei jedem von den Typen so. B, 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 B. Da, ich höre Fledermäuse. Ich höre eine Fledermaus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo ist der Typ? Da hinten. Schön. Oh, ich habe beinahe keine Zeit mehr. Nein, das ist nochmal so einer. B, 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 B. Verdammt, kann es sein, dass ich einen von den Typen brauche? Ich bin eh tot. Oh Gott, war das oder ist das schwierig? Ich mach's aber nochmal. Ich muss es ja machen.